für diese Einführung. Okay. Das ist ja immer etwas schwierig mit dem 9. November. Und der 9. November hat sich ja auch in den letzten 40 Jahren hat sich dieser 9. November sehr verändert. Wie damit umgegangen wird, das hat sich sehr verändert. Und die Älteren können sich vielleicht noch erinnern, dass der 9. November, wenn ich mich erinnere, in Bremen gab es das überhaupt nicht. Der 9. November wurde überhaupt nicht begangen. Ich bin dann nach Frankfurt gegangen, 66, da kam ich zu spät zum 9. November. Aber 1967 habe ich den ersten 9. November in Frankfurt mitgekommen. Frankfurt hatte ja neben Berlin die größte jüdische Gemeinde und da war das eine Feier der jüdischen Gemeinde. Und dazu wurden nicht Repräsentanten von Politik und Kultur, die deutschen Repräsentanten, dazu eingeladen. Und für die war das ein ziemlicher Tort, dahin zu gehen, weil die, außer sich einen Hut aufzusetzen, wussten sie nicht genau, was sie da eigentlich machen sollten. Und Juden waren in der Öffentlichkeit noch Mitte der 60er Jahre so gut wie überhaupt nicht präsent. Das wussten die Leute gar nicht. Wo ist eine jüdische Gemeinde? Was machen die überhaupt? Und sonst etwas. Und das war immer der große Auftritt, der 9. November, der Auftritt von Heinz Galinski. Dann stand er da, die Veranstaltungen waren fast immer im Freien. Und der Heinz Galinski repräsentierte eben auch eben diese, die Überlebenden, die die KZ hinter sich hatten. Und das war so eine Stimme, wie eine exterritoriale Stimme. Also nicht die bundesrepublikanische Gesellschaft schien damit überhaupt nicht in irgendeinem Zusammenhang zu stehen. Und hier vorweg, weil das auch ein ganz wesentliches Motiv für mich war, diese Erfahrung, dass ich dann dieses Buch Grenzen der Aufklärung geschrieben habe. Um eigentlich die Vermittlung hinzubekommen von dem, was zwischen 1941 und 1945 geschehen ist. Und Sie werden gleich meine merkwürdige Zeiteinteilung oder zunächst auf den ersten Blick merkwürdig erscheinende Zeiteinteilung verstehen können. Was da geschehen ist, das mit der Geschichte nach 1945 zusammenzubringen. Dann Ende der 80er Jahre, das war nach dem Historikerstreit, kam es ja zu dieser ganz großen Veranstaltung in Frankfurt. Da hat sich dann Helmut Kohl bei der jüdischen Gemeinde selbst eingeladen, Dann wollte jetzt auch mal die Konsequenzen nicht aus dem Historikerstreit, wollte er irgendwie ziehen und er wollte dann eben auch den Zusammenhang stehen, dass er in den USA nicht dauernd irgendwie nach Sachen gefragt wird, auf die er so schlecht Antworten geben konnte. Dann wollte er jetzt irgendwie mal zeigen, dass der 9. November in der Bundesrepublik damals noch, nicht 88, in der Bundesrepublik sehr feierlich begangen wird und dass das ein Teil der Staatsräson ist, nicht der Staatsräson. Und da kam eigentlich überhaupt erst dieses Umschlagen ins Positive aus, ins Positive, nämlich des deutschen Staatsverständnisses, die Verwandlung des deutschen Staatsverständnisses. Und das kam mit einer nominalistischen Umschöpfung einher. Aus der Reichskristallnacht, die, wenn man ein bisschen Ahnung hatte, die immer in Anführungsstrichen hat schreiben müssen, aus der Reichskristallnacht wurde plötzlich die Reichspogromnacht. Ganz merkwürdig, tauchte plötzlich 88 hin, nicht? Tauchte das auf, in allen möglichen offiziellen Verlautbarungen, in den Einladungen und Reichspogromnacht 1988. Okay, das hatte eigentlich mit dem damaligen Ereignis nur sehr abgeleitet zu tun. Ne? Also nicht, warum jetzt Reichspogromnacht? Wollte man das jetzt irgendwie wieder dahin rücken? In die Zeit des Dritten Reichs, dass es also ein bisschen weggerückt wird. Und das andere, die andere Sache war irgendwie jetzt also Kristallnacht, das war auch im ganz guten, viele, die das verteidigt haben, fanden das, also war das mit bester Absicht,
dass sie stattdessen Pogrom sagen wollten statt Reichskristallnacht, weil ihnen das unheimlich gewesen war mit der Reichskristallnacht. Aber werden wir gleich noch drauf kommen, warum dieses mit der Reichskristallnacht, ich würde sagen, das ist ein Fehler, wenn man überhaupt von handelnden Akteuren ausgeht, ein Fehler war. Jedenfalls ist es eine Verschiebung, wenn wir das jetzt mal von außen her beobachten, eine Verschiebung von einem spezifischen Ereignis, die tatsächlich dieser im November 1938, die da in Deutschland stattgefunden haben, von einem spezifischen Ereignis wurde das irgendwie, dieses Ereignis gar nicht mehr in seiner Spezifität erkannt, sondern dass dieses Ereignis, das wurde irgendwie verschoben. Verschoben und ein Pogrom zeigt ja irgendetwas an, aber das war auch nur so halbbewusst. Das hat etwas mit ja einer Tradition zu tun, nicht mit einer Tradition, nämlich der antisemitischen Praxis, nämlich der pogromistischen Praxis. Aber das war so weit weg, war die deutsche Gesellschaft von einem Verständnis, was ein Pogrom ist, dass zum Beispiel noch unser damaliger Bürgermeister in Frankfurt, Andreas von Schöler, nee, das war gar nicht jetzt, sonst hätte ich jetzt meiner beschuldigt. Nein, das war der CDU-Bürgermeister zur damaligen Zeit. Und der schraubte ein Schild an, schraubte ein Erinnerungsschild an, zur Erinnerung an das Nazi-Pogrom. Ja, ich wusste aber, dass das Pogrom heißt, ne? Und Sie werden ja sehen, nicht, witzigerweise, also es ist schon fast, bleibt einem der Witz im Halse stecken. Nicht? Adolf Hitler schreibt immer in Mein Kampf, schreibt er immer Pogrom. Ne? So. Weil ihm das auch eigentlich so richtig genau hat er sich damit eigentlich nicht beschäftigt. Nicht so genau hat er sich nicht damit beschäftigt. Was ist aber Pogrom? Nicht? Woher kommt das eigentlich, Pogrom? Ne? Pogrom, nicht, ist ganz klar. Nicht, der weiß auch eigentlich im Grunde jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß, dass es natürlich aus dem Russischen kommt. Nicht? Und aus dem Russischen kommt und es hängt mit den tatsächlich. Das Pogrom war eine Praxis, eine antisemitische Praxis, das entwickelt wurde eigentlich im späten 19. Jahrhundert im zaristischen Russland. Und ein Pogrom hat genaue Definitionen, was ein Pogrom ist. Nämlich, Pogrom bedeutete, dass eigentlich die jüdischen Viertel, vor allem im sogenannten Ansiedlungsrayon, kläre gleich, was das ist, wenn das nicht bekannt sein sollte, im sogenannten Ansiedlungsrayon, nicht bekannt die Städte, nicht unsere, nicht das waren eben Orte auf dem Land, in denen die jüdische Bevölkerung konzentriert war. Weil im zaristischen Russland gab es keine Siedlungsfreiheit, überhaupt keine Mobilitätsfreiheit, nicht, sondern für alle, nicht, gab es keine Mobilitätsfreiheit und die, es war die zaristische Politik, dass eben die Juden sollten nicht nach Zentralrussland kommen, nicht, und deswegen konzentrierte man die eben in Polen, das damals zum zaristischen Russland, ein großer Teil, nicht, Polen war ja dreigeteilt zu dem Zeitpunkt, aber ein großer Teil eben zum zaristischen Russland gehörte, da war ein großer Teil in der Ukraine, Weißrussland, nicht, da waren die Juden eben, gehörten sie ins Ansiedlungsrayon, waren von der zaristischen Innenpolitik dahin beordert. Und dieses ganze Gebiet, wo die Juden siedeln durften, das hieß deswegen Ansiedlungsrayon. Und in diesem Ansiedlungsrayon, nicht, da gab es eben sehr viel Unruhen, besonders ja in der Spätphase des Zarismus im 19. Jahrhundert, Agrarunruhen, die nach der Bauernbefreiung 1861 einsetzten. Und diese Agrarunruhen, davor hatte tatsächlich die zaristische Verwaltung hatte ziemliche Angst vor denen und die hatten sich überlegt, ein Mittel, wie können wir diese Agrarunruhen kanalisieren. Und es war dann eine gute Idee, dass man dachte, okay, wir lassen mal die Bauern losziehen, aber wir müssen ihnen einen konkreten Feind geben. Der konkrete Feind war gleich nebenan, nämlich das waren die jüdischen Städte.
nicht? Und deswegen hatte das Pogrom auch ganz eiserne Regeln. Die Polizei griff nicht ein, solange die Bauern unbewaffnet waren. Ja, die Polizei stand dabei, die bewaffnete Macht stand dabei, hat geguckt, nicht? Und wenn die Bauern nicht bewaffnet waren, also Feuerwaffen, nicht? Darauf kam es an, nicht? Was sie mitbrachten, waren eben ihre Ackergeräte, Prügel, Forken und sonst was, was man so hat. Ne? Nicht? Und da wurden eben die jüdischen Geschäfte, das war alles ganz kleine, das war ein ganz kleines Business, was es da gab, Geldverleih und so weiter. Und deswegen waren das natürlich auch immer die bevorzugten Opfer, die Juden dieser pogromistischen Praxis. Also ein Pogrom ist eine staatlich geduldete Judenverfolgung. Und die engen Grenzen waren eben dessen, die Gewalt durfte sich nur gegen Juden richten, keine Kämpfe mit der Polizei, kein Aufstand gegen die Regierung, nicht kein Aufstand gegen die Regierung und die Staatsmacht. Hier sehen Sie, nicht, dass diese Praxis, wenn Sie sich mit der Geschichte der Judenverfolgung in Europa beschäftigt haben, fällt einem das gleich auf. Das erinnert tatsächlich an die mittelalterlichen Juden, sogenannten Judenschlachten, hieß das auf Deutsch. Die Judenschlachten, bekannt zum Beispiel war Fettmilchaufstand in Frankfurt, auch das waren ebenso Formen, wo die Aufständischen stürmten die jüdischen Viertel, die Ghettos, die eingerichtet waren, wurden nach dem vierten Lateranischen Konzil, also im 13. Jahrhundert, nicht? Und diese Ghettos wurden dann zur Plünderung freigegeben. Die Staatsmacht hat sich erstmal hat dabei gestanden, hat sich das angeguckt, nicht? Und wenn es dann zu wild wurde, dann wurden eben die Anführer verhaftet und vor Gericht gestellt, wie Fettmilch, nicht? Wurde dann geköpft und der Kopf wurde dann aufgespießt, nicht? Zur Abschreckung, dass man das nicht so schnell wieder machen sollte. Und daran erinnert das sind berühmte antisemitische Figuren, berühmte antisemitische Klischees hängen damit zusammen, nicht? Die Juden sind privilegiert, nicht? Die Juden werden geschützt von der Herrschaft, nicht? Und diesen Privilegierten, nicht? Den muss das Volk mal eins auswischen, nicht? Wenn es kann. Und das macht diese pogromistische Praxis aus. Und jetzt können wir uns sicher fragen, wieso 1938, wieso soll das ein Pogrom, nicht? Wieso soll das ein Pogrom sein? Und wieso kommt man dann 1988 drauf, das Pogrom zu nennen, obwohl während das passiert, hat es kein Mensch Pogrom genannt. Es hat es kein Mensch Pogrom genannt. Auch die Nazi-Literatur hat es überhaupt nicht Pogrom genannt, Da steht dann was in der Zeitung, November-Ereignisse oder sonst irgendwas steht da nicht. Und auch das Gerücht, dem möchte ich gleich vorbeugen, das Gerücht Reichskristallnacht war keineswegs ein Nazi-Ausdruck, sondern Reichskristallnacht war Berliner Schnauze, typischer Berliner Schnauze-Ausdruck, das Reichskristallnacht zu nennen, weil damit ja in Zusammenhang stand, dass Göring die Zerstörung, die angerichtet wurde, zu dem größten Versicherungsschaden in der Geschichte Deutschlands hochstilisierte und dementsprechend deutschen Juden Reparationszahlungen, nicht dieses Versicherungsschadens nicht auferlegte. Das heißt also, das zerbrochenen Fensterscheiben, Kristall und so weiter, diese zerbrochenen Fensterscheiben, nicht, die wurden zum Anlass genommen, um eine richtige Auspressungssondersteuer den deutschen Juden aufzuerlegen. Nicht? Das war und dieser ganze Vorgang, dass es nämlich sozusagen politisch ausgenutzt, nicht das, was da passierte, dass das politisch ausgenutzt wurde, das spiegelt sich in dem Ausdruck Reichskristallnacht wieder. Okay, nicht deswegen
solange, würde ich sagen, nach 1945, nicht, musste man eigentlich immer nicht Reichskristall, wenn man Reichskristallnacht sagte, das in Anführungsstriche setzen, nicht, das ist ein Zitat, nicht, das ist ein Zitat, das ist nicht irgendein Begriff, nicht, sondern es ist ein Zitat, nicht, das ist eine Schöpfung, die eigentlich diese, aber die spezifische Situation von 1938 widerspiegelt. Und die da darin zum Ausdruck kommt, während in dem Ausdruck Reichspogromnacht wird dieses Spezifische überhaupt nicht klar. Denn das war nichts irgendwie, das war nichts, was man irgendwie an die Seite stellen, konnte, zu dem, was im zaristischen Russland passiert ist am Ende des 19. Jahrhunderts. Aber es lässt sich natürlich vergleichen, Herr Nolte, seligen Angedenks. Also natürlich lässt sich das vergleichen, nicht miteinander, und dann wird es auch uns klar. Was ist ein Pogrom und was war die sogenannte Reichskristallnacht? Die sogenannte Reichskristallnacht, würde ich jetzt gleich mal vorweg sagen und auf den Punkt bringen, war ein versuchter Pogrom. Ein versuchter Pogrom. Es funktionierte nicht. Es hat nicht geklappt. Und vor allem war es versucht, nämlich die SA hat versucht, das zu machen. Zum Pogrom gehört eine gewisse Spontaneität. Die Spontaneität, die konnten sie voraussetzen bei den russischen oder ukrainischen Bauern und der einfachen, da kleinbürgerlichen Stadtbevölkerung. Die konnten sie voraussetzen. Die war vorhanden. Irgendwie, weiß der Teufel, die Leute, die hatten Schulden, wussten nicht mehr ein und noch aus. Es war eine ideale Situation, man hat gemerkt, irgendwie die Staatsmacht guckt weg, das ist geduldet, sie wussten irgendwie, was sie tun, was sie machten, ein gewisser Volkszorn war vorhanden, also daran konnte man irgendwie ankommen, damit konnte man rechnen. Das heißt, wenn die Staatsmacht signalisiert, wir schützen die Juden nicht, dann konnte man damit rechnen, dass solche Pogrome stattfinden. Das hat leider ziemlich gut funktioniert, ungefähr von 1890, dann in der großen Revolution, in der russischen Revolution von 1905, 1906, ganz fürchterlich, ganz flächendeckend, im ganzen Ansiedlungsrayon passierte das, nicht? Und das wurde auch geschürt, nicht von der Polizei, wurde das immer geschürt, weil dann die Bauern sich nicht den politischen Gruppen anschlossen, nicht? Was es alles gab. Da gab es ja nicht nur Bolschewiki, das war so eine verschwindende Minderheit, nicht? Die Großen waren großen Organisationen, das waren sozialrevolutionäre Anarchisten, und so weiter, das ist eine riesige Massenbewegung. Nicht? Aber für die war das immer sehr, sehr schwierig, diese Bauern zu organisieren, eben weil die so spontan waren, diese Bauern, unpolitisch. Nicht? Und spontan war es unheimlich schwierig für die politischen Gruppen, die zu organisieren. Und die zaristische Polizei mit ihren Geheimagenten, die haben immer versucht, solche Sachen hervorzurufen, nicht? Weil das führt zu Chaos, Disziplinlosigkeit. Und das war also ganz im Sinne der Machterhaltung, solche Geschichten. Okay, so eine Situation hat es ja 1938 in Deutschland überhaupt nicht gegeben. Von Spontanität kann überhaupt nicht die Rede sein. Sondern nach 1933, das muss man auch sehen, nicht? Nach 1933 hat eigentlich die NSDAP versucht, den Antisemitismus irgendwie so praktisch durchzuführen. Was gab's alles Mögliche? Okay, es gab gesetzliche Maßnahmen. Aber für gesetzliche Maßnahmen, das weiß jeder, ist nicht keine Spontanität der Bevölkerung erforderlich, nicht? Sondern das wird irgendwie in Berlin gemacht, nicht? Die Gesetze. Und das kannst du auf verwaltungstechnischem kalten Wege, kannst du das machen, da brauchst du keine Leute auf der Straße. Das hat aber die Nazis in ihrer Bewegungszeit enorm gestört, dass es eben auf der Straße gar nichts los war. Also fingen sie an, wie zum Beispiel Geschäftsboykott. März 33. Alle Berichte, die darüber haben, ist, die Geschäftsboykott war ein Desaster. Das klappt überhaupt nicht. Die Leute machten irgendwie Bogen da irgendwie, dann mussten immer SA-Leute aufstellen vor den Geschäften, weil die Leute dann trotzdem, wenn da keine SA-Leute standen, sind die da hingegangen, haben eingekauft und sonst etwas, haben sich nicht besonders drum gekümmert und so weiter und so fort. Aber richtig geklappt hat das überhaupt nicht, dass die Leute irgendwie aktiv gesagt haben, kauf nicht mehr bei Juden oder so. Das hat überhaupt nicht richtig funktioniert.
Also mussten sie immer Leute aufstellen, nicht die, die am Eingang stehen und irgendwie die Kunden einschüchtern und sonst etwas. Hat überhaupt nicht funktioniert. Es gibt noch verschiedene Bücherverbrennung war ja auch so ein Ding, nicht? Das waren Stoßtrupps, die das gemacht haben. Die mussten mühsam organisiert werden, diese Trupps, die dann die Bücher aus der Bibliothek rausgeklaubt haben, dann auf die Straße geschmissen haben oder sonst etwas. Aber dass irgendwie diese Vorstellung, dass da der Volkszorn überbrodelt und alle Teutonen da und Arier dabei sind und irgendwie Sigmund Freud zerlegen, das ist einfach Quatsch. Nicht? Und das hat auch dann nachher, das sind auch... Und vieles wird eben verstellt. Und da muss man unglaublich vorsichtig sein, weil man sonst das wirklich Schlimme, das Fürchterliche, das Unaussprechliche überhaupt nicht erkennt. Weil man das irgendwie mit einer moralisierenden Soße und sagt, ja, was waren die für unmoralische Menschen und was sind wir für klasse Leute, würden wir doch nie machen. Ja, kommt nicht bei Juden, also kommt doch keiner auf die Idee, muss doch bescheuert sein, um sowas zu machen. Ja, die waren auch gar nicht so bescheuert, sondern bescheuert waren die Nazis. Nicht, aber die wollten, dass für die war das Durchsetzung politischer Herrschaft. Nicht? Das haben die versucht, hat aber nicht funktioniert. Und das Ganze, diese Frustration, das war eine unheimliche Frustration, und gerade nicht unter den Bewegungsnazis, nicht die Leute, die also eben den Nationalsozialismus als eine Bewegung verstanden, nicht, die nicht ein staatliches Ereignis, eine staatliche Machtergreifung sein sollte. Nicht? Und die kämpften ja 33, 34, diese unterschiedlichen Strömungen, Strasser haben sie sicher gehört, nicht Röhm, nicht die kämpften halt mit den anderen, Himmler, Göring, nicht um den Einfluss, auch um den Charakter des Nationalsozialismus. Und es haben sich offensichtlich die durchgesetzt in dieser Periode von 33 bis 38, haben sich die durchgesetzt, die wollten staatliche Kontrolle. Nein, mit der Ausübung des Monopols, des staatlichen Gewaltmonopols. Damit effektiv die Maßnahmen durchsetzen. Nicht mit so einem spontanen Zeugs. Eine Spontanität, die nämlich überhaupt nicht vorhanden war in der Bevölkerung. Nicht? Und die SA, vor allem die SA war damals noch tätig und es in dem Sinne war 1938 war das letzte große Desaster der SA. Nämlich der Versuch, das Attentat auszunutzen für sogenannte spontane Aktionen, Synagogen anzünden und so weiter und so fort. Auch da diese brennenden Synagogen und so, die man immer vor Augen hat, diese brennenden Synagogen, das ist eigentlich von mehr oder weniger Stoßtrupps ausgeführt worden. Nicht von großen Massen oder sonst etwas, nicht, sondern das waren da, wo die SA gut organisiert war, da klappte das auch. Da haben sie es auch geschafft, die Synagoge anzuzünden. In vielen Orten ist ihnen das überhaupt nicht gelungen. Aber nicht, weil irgendwie, also ich versuche jetzt nicht irgendwie die gegenteilige Story zu verkaufen, nicht weil die Deutschen sich so unglaublich gewehrt hätten dagegen oder sonst was. Nein, die standen dabei und haben zugeguckt. Das ist genauso wie beim Autounfall auf der Autobahn. Die haben zugeguckt und fanden das irgendwie interessant. Und okay, es gab dann noch die andere Teil, und das Buch ist sehr lesenswert von dem Peter Longerich. Nicht, das ist sehr lesen, was wussten die Deutschen? Und er führte auch die einzelnen Gruppen auf. Ich mache das jetzt nur relativ kursorisch, weil das auch nicht das letztlich Entscheidende ist. Aber natürlich gab es die andere Gruppe, und es spiegelt sich auch in vielen Berichten wieder, die Mehrheit der Deutschen fand das fürchterlich, was da passierte 1938, aber nicht wegen der jüdischen Opfer, sondern die Synagogen, die standen ja mitten unter ganz normalen Gebäuden. Plötzlich, das wurde in einen Brand gesteckt und so weiter. Und die hatten unheimlich Angst, dass ihre Häuser auch in Brand gehen. Das nannte man wilde Aktionen. Das war der Fachausdruck dafür. Nicht wilde Aktionen. Und diese wilden Aktionen, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung fand wilde Aktionen fürchterlich. Und so weiter. Weil das ist das Gefährliche, die Unordnung, Chaos. Man war ja für die Nazis nicht deswegen gewesen, weil sie sollten das Chaos von Weimar beseitigen, nicht? Und jetzt kommt das wird noch viel schlimmer als Weimar, nicht? Und nicht zünden die dann die Synagoge an, mein Haus brennt mit ab. Und irgendwie,
diese SA-Leute, die meisten mochten die auch nicht leiden, weil das war halt eine Schlägertruppe, das wusste auch jeder. Ne? Glauben Sie bloß nicht, dass irgendwie die Mehrheit der Teutonen damals irgendwie Schlägertruppen klasse fanden. Ne? Aber okay, die waren halt da und nicht, wie soll man sich wehren und so, ne, ja, so, nicht? Das waren auch die, nachher die, nicht die Geschichten, wo das dann, wie das dann so erzählt wurde. Ne? Innerhalb der nationalsozialistischen Organe sprach sich das sehr schnell rum. Hermann Göring, SA, das war wohl nichts, ne, mit diesen, mit euren spontanen, nicht, mit euren spontanen Aktionen, das war wohl nichts. Und dann kam Göring eben sehr schnell, es gab einen großen Krach in der Führung, der Himmler war überhaupt, der war empört. Himmler fand das furchtbar, was da passiert auf der Straße. Wie kann man sowas machen? Und dann kam Göring auf diese glorreiche Idee, wir verwandeln das einfach in Strafsteuern. Ne? Diese ganze Geschichte, ne? Deswegen Reichskristallnacht. Ne? Und jetzt kam auf einmal plötzlich kamen administrative Maßnahmen, nicht nach 8 und nicht nach dem Tag, nach dem 9. November, wegen der 10., 11. November fing das dann an. Nicht, das war jetzt Strafmaßnahmen, okay, finanziell. Es geht darum, wir müssen ihn irgendwie, aber wir müssen das in Gesetzesform machen. Haben solche Diskussionen entwickelt. Was wird das Ausland dazu sagen? Die typische Geschichte, was wäre das Ausland dazu sagen? Nicht, also man muss sich das mal überlegen, was machen, wie machen wir, also wir müssen ja jetzt plötzlich den rechtlichen Schein wahren. Das kannst du niemandem verkaufen, hier irgendwie Pogrome wie im zaristischen Russland, in Deutschland von 1938. Also schnell weg mit diesem Ganzen und jetzt muss das ordentlich, anständig und so weiter, richtige Strafverfolgung. Nicht? Also Leute verhaften, ins KZ schicken und so weiter, nicht? Die ein bisschen unter Druck setzen, damit die ihr Eigentum rausrücken und so weiter und so fort. Nicht? Also diese administrativen Maßnahmen, administrative Technik. Und eigentlich kann man dann sagen, das ist eigentlich in der Geschichte, wenn wir das nachträglich versuchen zu sehen, ist eigentlich dieser 9. November 1938 der Umschlagspunkt. Der Umschlagspunkt eigentlich das Ende des Bewegungsantisemitismus, der gescheitert ist, kann man sagen, der Umschlagspunkt zu dem administrativ durchgeführten Massenmord, der dann in verschiedenen Schritten, nicht, das haben sich eben die Leute dann durchgesetzt, die diesen administrativen Massenmord geplant und durchgeführt haben. Nicht, das nehmen wir als exemplarische Figuren Heydrich und Himmler. Das war sozusagen, ihre Stunde hatte geschlagen, das Machtgefüge hatte sich verschoben. Ne? Göring versuchte dann eben ja seine Sachen nicht mehr mit der SA irgendwie durchzuführen, sondern was für ihn interessant war, war dann militärisch. Ne? Versuchte er eben militärische Meriten mit der als Luftwaffenhäuptling dann zu erreichen in der Nazi-Hierarchie. Und ich denke, dass gerade 1988 plötzlich der 9. November, nicht, ich sagte Ihnen ja am Anfang, kaum bemerkt, fand eigentlich eine stille Enteignung statt. Nicht, stille Enteignung eigentlich von einer jüdischen politischen Feier, in der die deutsche Politik gezwungen wurde, das an den Juden begangene Verbrechen anzuerkennen. Das war eigentlich das, nicht? Das war der Sinn der Sache. Das, nicht? Die Erinnerung zum Beispiel an den 9. November 1945 fand das im März, nicht? 1946 fand das im März statt. Es ging gar nicht um das Datum, sondern es ging einfach darum, nicht? Dass daran erinnert werden sollte, okay, wir sind hier eine jüdische Gruppe, eine jüdische Gemeinde und ihr müsst das anerkennen, was ihr getan habt. In der Geschichte eigentlich spielte das, dieses Anerkennen, spielte in der Geschichte bis Mitte der 80er Jahre eigentlich überhaupt gar keine Rolle, keine öffentliche Rolle, sondern das wurde eigentlich vernebelt, diese Beziehung eigentlich wurde vernebelt zwischen Nationalsozialismus und Bundesrepublik. Wir lassen jetzt mal die DDR, das lasse ich mal raus,
die dachten irgendwie, dafür gibt's einfach die institutionelle Lösung, nicht institutionelle Lösung, sagen, okay, nicht, das ist der Faschismus und die Bundesrepublik ist die Fortsetzung des Faschismus mit anderen Mitteln und wir sind der Antifaschismus und der antifaschistische Staat und haben nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. Das ist natürlich auch eine ziemliche Lebenslüge gewesen. Da können wir vielleicht in der Diskussion noch drauf kommen. Aber es ist auch überhaupt in dem Sinne zunächst mal nicht so wichtig, weil das ja dann auch verschwunden ist. Während wir dieses andere Problem ist ein ganz virulentes bis heute. Ein ganz virulentes, nämlich das Problem eigentlich der Kontinuität. Nicht? Der Kontinuität eigentlich des deutschen Staates. Was hat eigentlich der deutsche Staat nach dem Nationalismus, Nationalsozialismus, was hat der mit dem Nationalsozialismus zu tun? Gar nichts? Ist es wirklich der totale Bruch? Das stimmt nicht. Das weiß jeder, das ist nicht wahr. Es ist einfach nur die Fortsetzung. Das kann auch nicht stimmen. Es ist auch nicht einfach nur die Fortsetzung. Wie sieht das aus? Kann man überhaupt immer diese aufkommende Diskussion, und das war eben in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, wurde das ja geradezu zu einer Manie, und es ist bis heute noch nicht so richtig abgeklungen, nämlich, dass man irgendwie plötzlich von der nationalen Identität redete. Und vorher kam man ganz gut ohne die Identität aus, nicht? Nicht auf einmal brauchte man die unbedingt, auf jeden Preis. Martin Walser extra nach Dresden gefahren, vielleicht noch um die nationale Identität zu erleben im Semperoper. Nur einer für viele. Ne? Auf einmal wollten sie alle die nationale Identität haben. Okay, das war ein Projekt, ne? Das war ein richtiges Projekt. Nationale Identität, also ein Kollektivbewusstsein. Wenn ich aber nationale Identität haben will, und das ist ein ganz, ja, darüber, über die Problematik können wir uns noch unterhalten, vielleicht in der Diskussion, warum man die angeblich braucht, diese nationale Identität, dann muss man das Verhältnis zum Nationalsozialismus klären. Die Geschichte des, und das ist eine einmalige Sache, da gibt es nichts Vergleichbares, ne? Die Leute wollen das so gerne normal sein, aber es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt keinen Nationalstaat, der mit so einem Menschheitsverbrechen verknüpft ist wie den Deutschen. Das heißt, man hat nicht, wenn man das positiv sehen will, hat man ein unlösbares Problem. Wenn wir das Kontinuitätsproblem haben, ist entweder nicht, man kann die Bundesrepublik sagen, müsste ein Bruch mit einer Tradition sein. Aber das ist ja nicht beabsichtigt, sondern es ist ja das Gegenteil beabsichtigt. Es soll ja eine Kontinuität hergestellt werden. Also etwas, was als Brücke vor, während und nach dem Nationalsozialismus. Das ist ja die Identitätsproblematik. Das hat es bis dahin, bis zu den 80er Jahren, hat es das ja nicht gegeben. Da war eine andere Darstellung. Die war schon pervers genug, die Darstellung. Nämlich, wie wird man damit fertig? Das sind Dilemmata des Nationalismus. Das Dilemma irgendwie, ja, wie ist da eigentlich mit dem Nationalsozialismus gekommen? Ja, zeitlang sah es irgendwie so, war eine der beliebtesten Erklärungen, der Nationalsozialismus, das ist irgendwie von außen, ist das irgendwie gekommen. Wo kam die her, diese Nationalsozialismus? Vorher gab es die gute deutsche Geschichte und plötzlich kamen die Nazis von irgendwo her. Nicht, also, wie ist das überhaupt passiert? Ja, das war sehr unbefriedigend. Also hat man dann, wie gesagt, das hat an Weimar gelegen. Auch eine tolle Verschiebung. Weimar war schuld. Ne? Weil da war immer so ein Chaos in Weimar. Ne? Und dann hat die Mehrheit irgendwie gedacht, da muss so Ordnung kommen. Und dann haben die Nationalsozialisten akzeptiert. Wenn man das irgendwie drei Schritte zurückgeht, sich das anguckt. Mensch, Weimar, das war die erste Demokratie in Deutschland. Das war überhaupt die erste Demokratie. Jetzt gibt man plötzlich nachträglich dieser ersten Demokratie die Schuld daran am Nationalsozialismus, der Demokratie die Schuld am Nationalsozialismus. Das klingt sehr interessiert, ne? So eine Darstellung. Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Die Schuld am Nationalsozialismus muss irgendwo in der Gesellschaft, nicht in der deutschen Gesellschaft liegen, aber doch nicht an der Demokratie. Nicht? Wenn man glaubt,
demokratisch sein zu wollen. Die Deutschen wollten und sollten demokratisch sein nach 1945, zumindest in Westdeutschland. In Ostdeutschland haben sie auch Deutsche Demokratische Republik genannt. Auf einmal sollen alle demokratisch sein. Wie soll das geschehen, wenn man das sich nicht vergegenwärtigt und man die Schuld der ersten Demokratie am Nationalsozialismus gibt? Ja, Weimar, das war eine Demokratie ohne Demokraten. Das war so eine beliebte Erklärung. Eigentlich die Deutschen. So plötzlich total mentalitätsgeschichtlich ist man da irgendwie am Rumwurzeln, dass irgendwie diese Deutschen oder das ist alles irgendwie dunkle Volkscharakter oder so. Ist doch alles Quatsch. Die Demokraten, die es gab, die wurden von anderen Nicht-Demokraten einfach nur mit allen Mitteln bekämpft in Weimar. Weimar war selbst, die Verfassung von Weimar, das war die freieste Verfassung, die Deutschland je gehabt hat. Auch inklusive das, was später kam. Aber es gab jede Menge von antidemokratischen Leuten und die das eben auch ihre Möglichkeiten ausgenutzt haben, um diese Demokratie zu beseitigen. Und von den antidemokratischen Elementen erwiesen sich eben die Nazis als die stärksten. Aber das lag nicht an der Demokratie, und es lag auch nicht an Versailles und sonst etwas. Das alles, das sind Momente, beispielende Momente, aber daran lag es nicht, sondern es lag an der Kräftekonstellation der deutschen Gesellschaft zwischen 1918 und 1933, dass sich die Nationalsozialisten durchgesetzt haben. Und das ist auch eigentlich kein Geheimnis, und das lässt sich auch leicht feststellen, dass es eben diese Koalition einer Bewegung, nicht einer politischen Bewegung, mit Eliten gewesen ist. Eine Koalition, nicht eine Eliten, die in obersten Stellen von Staat und Wirtschaft saßen. Und ohne diese obersten Stellen von Staat und Wirtschaft wäre das überhaupt nicht möglich gewesen, sonst wäre das nur ein paar Radau-Brüder wie andere auch gewesen, die SA und die SS. Nicht? Die Machtergreifung war insofern, das war von Hitler eben ein durchaus bewusstes Kalkül, die Machtergreifung war eben dann die Möglichkeit, mit dem Monopol, mit dem staatlichen Gewaltmonopol, die Politik durchzuführen, von oben durchzuführen, die auf der Ebene von Bewegung und Straßenkampf nur unvollständig hätte durchgeführt werden können, auch hochriskant gewesen wäre. Und deswegen, es hat eben aber lange gedauert, bis sich diese unterschiedlichen Elemente so weit ausgependelt hatten. Und hier ist eben tatsächlich die Reichskristallnacht der Wendepunkt. Dass sich eigentlich diejenigen, die mit Hilfe des staatlichen Gewaltmonopols und inklusive der Reichswehr, der Wehrmacht, die eben als ein Teil dieser Art von politischer Herrschaft geworden ist, dann eben diese Maßnahmen durchgeführt haben, diese Politik durchgeführt haben. Und auch muss, glaube ich, dass man sich an dieser Stelle muss man sich vergegenwärtigen, man kann das Ganze nicht erkennen, wenn man das nur auf den Antisemitismus, wenn man seinen Blick nur auf den Antisemitismus, sondern das Schreckliche, was dann geschah, das offenbart sich nur, wenn man das Gesamte sich anguckt. Und das Gesamte, die Nationalsozialisten sind ja nicht an die Macht gekommen, um die Juden zu vernichten. Sondern das war eine Folge, davon. Und eine Folge, aber durch beabsichtigte Folge. Aber das Zentrale am Nationalsozialismus war der Griff nach der Weltmacht. Und das war das Projekt. Also der Griff nach der Weltmacht, und so absurd und abstrus das klingt, aber das war die Vorstellung. Und dieser Griff nach der Weltmacht, das hatte Tradition in Deutschland. Man kann das so, und da gab es eine riesen Auseinandersetzung in der Bundesrepublik dann, nicht interpretiert, da können wir vielleicht in der Diskussion noch drauf kommen. Man kann die Auslösung eigentlich des Ersten Weltkriegs, da gibt es heute noch Krach drüber, nicht unheimlich, nicht, weil es natürlich diese ganze Kontinuitätsthese im positiven Sinne in Frage stellt. Ich will nicht die umgekehrte Kontinuitätsthese aufstellen.
Aber schon der Erste Weltkrieg aus deutscher Sicht lässt sich gar nicht, nach meiner Meinung, überhaupt nicht anders verstehen. Es war der erste Griff nach der Weltmacht, wie das Fritz Fischers berühmtes Buch. Die Fritz Fischer Kontroverse setzte dann ja auch sofort ein. Das war ein ganz harmloser, war der erste Historikerstreit in Deutschland. Es war eigentlich ein ganz harmloser Kerl, dieser Fritz Fischer, anders als Nolte. Ja, ein unharmloser Kerl auf der anderen Seite. Aber der Fritz Fischer war wirklich, und da haben sich aus der Schule, haben sich dann ja einige herausentwickelt, die dann sehr gute Arbeiten geschrieben haben. Aber er hat dann mal angeschnitten eigentlich, wie sah denn das aus mit der Kriegsschuld Deutschlands im Ersten Weltkrieg, in den 50er Jahren? Und dann gab es einen Aufschrei in der ganzen, hat nicht nur die Historiker interessiert, da hat man gedacht, so eine Diskussion in der Historiker, also irgendwie in der Uni interessiert kein Schwein. Sonst hat sich auch die Öffentlichkeit überhaupt nicht für irgendwie, was in der Uni war, interessiert. Weil auch so konservativ, die 50er Jahre, die deutsche Uni war total konservativ, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, wie konservativ die war. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Konservativ. Auf einmal war die ganze Presse da, Fritz Fischer in Hamburg, der sagt irgendwie, Deutschland, das arme Deutschland ist am Ersten Weltkrieg schuld. Na, Zweiten Weltkrieg, gut, zugegeben, da irgendwie, das war nicht so gut. Aber am Ersten Weltkrieg, da waren doch alle Opfer. Und dann sagt, wir sind da so reingeschlittert. Wie ist denn das passiert? Und so der Erste Weltkrieg. Und dann kam er plötzlich da an, nicht mit den ganzen Dokumenten und Papieren und so. Mein Gott, und das ist jetzt gerade, jetzt geht's jetzt schon wieder los, ne? Röhl, ich weiß nicht, ob Sie den gelesen haben. Röhl ist sehr, sehr lesenswert. Wilhelm II. Ist jetzt der dritte Band über diesen Flachkopf. Aber, Wilhelm II. Aber nein, natürlich ist es ein unglaublicher Flachkopf gewesen, dieser Wilhelm II. Der hat immer so einen großen Helm aufgehabt. Aber, der ist sehr, sehr wichtig. Man hat ihn völlig unterschätzt. Es war halt sozusagen nämlich ein Machtzentrum. Ein Machtzentrum, nicht das um ihn geschart war, die eben ganz systematisch diesen Griff nach der Weltmacht vorbereitet haben. Die haben 20 Jahre lang von 1890 an gefangen, den Weltkrieg vorzubereiten. Die Gruppe um ihn, ne, die das gewesen ist. Und deswegen ist dieser Röhl wirklich sehr, sehr gut und wirklich wichtig zu lesen. Liest sich auch ganz toll. Das sind auch Schinken, ne, haben fast 3000 Seiten. Aber ich kann Ihnen sagen, das werden Sie nicht bereuen. Das werden Sie nicht bereuen, wenn Sie sich das zu Gemüte führen, den Röhl Wilhelm II. Weil es eine Geschichte des, ich sag's mal ganz knackig, es ist eine Geschichte des deutschen Imperialismus. Ne, das ist aufgehängt an der kaiserlichen Figur. Und es ist unbestreitbar, dass diese Gruppe einen wesentlichen Anteil an der Auslösung des Ersten Weltkrieges gehabt hat. Ne, aber jetzt wird schon wieder so, ja, viele Historiker, was weiß ich, habe ich neulich gesehen, Aspekte zu buchen. Ja, viele deutsche Historiker meinen, es wird etwas übertrieben dargestellt und so weiter und so fort. Ja, nicht, hier geht es aber um den harten, es geht um den harten Kern der Sache, dass dieser Griff nach der Weltmacht eben schon da war, nicht, und er scheiterte im Ersten Weltkrieg. Und das war eigentlich das, sozusagen, aus dieser Dynamik sind die Nazis gekommen. Nicht? Sie wollten ihn wiederholen, den Griff nach der Welt, diesmal aber erfolgreich. Und da spielte sozusagen in dem, nicht, spielt die Judenvernichtung eine Rolle. Nicht, spielt die Judenvernichtung eine Rolle. Nicht? Aber die Judenvernichtung spielt viel weniger, als das meistens dargestellt wird, eine Rolle in dem Denkgebäude, oder, wenn ich schon das sage, Denkgebäude. Die Nazis, die hatten überhaupt kein Denkgebäude. Da zeigen sie ja aus, dass man nicht denkt. Nicht, dass man denkt. Das, was die Nazis propagiert haben, dafür gibt es einen Ausdruck, den es in keiner anderen Sprache gibt, das nannte sich Weltanschauung. Eine Weltanschauung. Das heißt nicht also Weltanschauung, nicht denken, sondern man muss nicht denken, sondern anschauen. Nur anschauen. Begriffslos ist das, wenn man es hegelisch ausdrücken will. Ohne Begriff. Nicht, und da in dieser Weltanschauung spielt tatsächlich der Antisemitismus eine ganz wichtige, nicht, spielt das eine ganz wichtige Rolle. Nicht, weil der Antisemitismus so ideal geeignet ist, die ganze Welt
zu erklären. Nicht? Er bietet eine tolle Erklärung. Nicht? Vor allem bietet er die Haupterklärung, nicht? Dass Deutschland, das den Griff nach der Weltmacht einmal versucht, mit den Nazis zum zweiten Mal versucht. Dieses Deutschland ist nicht das aggressive Deutschland, sondern dieses Deutschland ist das Opfer. Das Opfer. Ja, warum denn? Ja, der Weltverschwörung natürlich, nicht? Das ist doch klar. Auf der einen Seite, das ist die neue Situation der 20er Jahre, nicht? Die neue Situation ist das. Auf der einen Seite, nicht? Die Bolschewiki. Und da sieht man doch überall, bei den Bolschewiki, Kommissare, fast alles Juden, Trotzki und so weiter. Dann sieht man, dann sehen Sie die Karikaturen, die Darstellung. Die ganze Zeit der russische Bürgerkrieg wird immer so dargestellt. Okay, das war, ja. Die Weißen, die Konterrevolution, ne? Da war ja geradezu, die sind ja übergegangen vom Pogrom der zaristischen Zeit, nicht? Zum Mord, nicht? Zum Mord überall, nicht? Während des Bürgerkrieges fanden eben, da war das anders, nicht? Die bewaffneten Einheiten, Wrangel und so, wie die alle hießen, diese bewaffneten Einheiten, die Nikin und so, nicht? Überall verübten die Pogrome. Und das war auch der wesentliche Grund, warum plötzlich so viele Juden zu den Roten überliefen. Weil das waren die einzigen, wo sie man überhaupt eine Chance hatte, nicht gleich umgebracht zu werden. Sagen wir es so, vorsichtig. Das war nicht immer, nicht? Nicht Isaac Babel hat dieses wunderbare Stück Weltliteratur, nicht die Reiterarmee. Nicht? Also gibt's ja jetzt Gott sei Dank eine wunderbare Übersetzung von Peter Orban, vollständige Ausgabe. Da sehen Sie auch die ganze Grausamkeit des Bürgerkrieges, also ein großartiges Buch, die Grausamkeit des Bürgerkrieges, nicht? Und wie das eigentlich gekommen ist, nicht, dass das tatsächlich dann irgendwie die Mehrheit der Juden in Russland gesehen hat, irgendwie wir arrangieren uns lieber mit den Roten, weil mit den Weißen hatte man überhaupt gar keine Chance, sich zu arrangieren. Wir haben ihn einfach umgebracht. Und das spielte eine große Rolle. Und das war auch etwas, ja, Herr Nolte, das war etwas, woran sich Hitler orientiert hat. Das fand er toll. Das fand er wunderbar. Und da gibt es auch eine ganz materielle Verbindung. Nicht, weil nämlich in den Bürgerkrieg, waren vor allem die Kämpfe auf dem Baltikum, nicht, aber die Kämpfe auf dem Baltikum 2021, nicht, da berührten sich nämlich nicht die deutsche Konterrevolution. Die deutsche Konterrevolution, weiß man vielleicht, in Bremen noch, in Bremer Lokalgeschichte, ein Freikorps, ne? Diese Freikorps hatten im Baltikum eigentlich ihre Hochburg. Und da trafen sie sich eben mit den weißen Truppen im russischen Bürgerkrieg, nicht? Und da hatten die das auch gesehen, was die machen. Nämlich, die machen diese bewaffneten Massenexekutionen an Juden. Und das fanden die Freikorps auch super toll. Eine ganz große, klasse Sache. Nicht? Und dann haben sie es mal an Rosa Luxemburg ausprobiert, in Berlin. Das ist das gleiche Personal, das sind die gleichen Leute. Und aus diesen Leuten ist dann eigentlich der harte Kern, zum Beispiel der SS, aus denen hervorgegangen. Nicht aus diesen Freikorps Baltikumsleuten. Das ist der harte Kern von denen. Okay, das ist nur mal als kleine Geschichte der Gewalt zwischendurch eingestreut. Also nicht, hier gibt es tatsächlich einen Kontinuitätsfaktor in dieser Aggressivität. Aber Sie müssen eben bedenken dabei, nicht, man kann das nur erkennen, wenn man den Blick aufs Ganze hat und nicht versucht irgendwie das aus dem Antisemitismus heraus zu erklären, dann geht man ein bisschen weiter zurück, 19. Jahrhundert, und denkt irgendwie, da gibt's, Rassentheorien und biologisch und sonst etwas, nicht? Und dann kamen die Nazis und die haben diese ganzen Rassentheorien umgesetzt in die Praxis. Führt in die Irre. Damit kommen sie dem Phänomen gar nicht nahe. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den ich hier unbedingt Ihnen plausibel machen möchte heute Abend. Das ist auch in den gegenwärtigen Diskussionen über Antisemitismus immer wieder in die Irre führt. Und das, warum das so ist, kann man auch vielleicht in der Diskussion noch drüber sprechen. Aber ein ganz entscheidendes Moment dabei ist das, dass man den Antisemitismus versteht als ein falsches Gedankengebäude. Leute, die aus der marxistischen Tradition kommen, sagen oft noch Ideologie dazu. Nein, Antisemitismus ist eine Ideologie. Aber so kommt man an den Antisemitismus nicht ran. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch in Grenzen der Aufklärung neu gemacht habe. Nämlich, wenn es ein Gedankengebäude wäre, könnte man ja sagen, ja,
Nicht, wenn die Leute richtig denken, das ist immer der Ansatz der Aufklärung, nicht, die Leute zum richtigen Denken, ne? Gebrauch des eigenen Verstandes, Kant und so weiter. Nicht, das, die wollen sich überhaupt nicht des eigenen Verstandes bedienen, ne? Sondern die wollen Leute verletzen. Die wollen Leute töten, die wollen Leute umbringen. Das ist der interne Zug, die interne Logik des Antisemitismus, ist, Juden zu verletzen. In Worten und in Taten. Das merkwürdig sozusagen, das, was dieses Missverständnis immer nahelegt, dass es ein Gedankengebäude ist, liegt daran, nicht, dass vieles im Antisemitismus verbal geschieht. Und das verdenkt eigentlich, dass das Verbale selbst, und das muss man eben über das Verbale selber nachdenken, dass man denkt, was verbal ist, ist Meinung. Und was nicht verbal ist, das sind eben Taten, ne? Die kann man bestrafen. Und sonst, aber verbal, das muss ist Meinung, das ist Meinungsfreiheit. Ne? Und deswegen ist eine der beliebtesten, bis in die Gegenwart hinein, eine der beliebtesten antisemitischen Figuren, wenn der Satz kommt, können Sie todsicher sein, es kommt jetzt was Antisemitisches oder Rassistisches. Man wird doch wohl mal sagen dürfen. Ne? Das ist nämlich die Verkleidung der Aggression in Meinung. Nicht Meinung ist ja was ganz, nicht Meinung ist etwas Legitimes, nicht ohne Meinung, nicht gäbe es überhaupt keine Demokratie, nicht ohne Meinung gibt es auch kein Denken, nicht? Man muss eine Meinung, wenn man keine Meinung hat, kann man auch nicht denken, nicht? Nur man muss wissen, dass die Meinung etwas Beschränktes, etwas subjektiv Beschränktes ist, und man muss die Meinung erstens an den anderen Meinungen messen, warum andere Leute anders denken, sollte einem zu denken geben, nicht? Und haben die vielleicht nicht doch recht oder nicht, oder habe ich recht oder so, stimmt das, nicht? Und damit fängt ja überhaupt Denken überhaupt erst an, nicht, dass man sich das überlegt und sagt, aber wenn meine Meinung immer gleich wahr ist, nicht, dann brauche ich ja nicht mehr zu denken, nicht? Das, genau, nicht? Und das genauso ist eben mit Gegenständen. Ich versuche mir über Gegenstände bewusst zu werden, nicht? Da muss ich eben sehen, okay, das ist was mein Bewusstsein ist, ein beschränktes Bewusstsein, ne? Was außerhalb meines Bewusstseins ist, ist etwas, was ich eben begreifen muss, ne? So fängt Denken an. Das wollen die alles überhaupt nicht, die Antisemiten, ne? Sondern die wollen zuschlagen. Verbal oder mit der Faust oder sonst wie. Und das ist wichtig eben zu sagen. Wichtig gleich zu sagen, Antisemitismus wird verkannt. Man geht sozusagen dem Antisemitismus selber auf den Leim. Wenn man das als eine Meinung akzeptiert, die man durch bessere Meinung, durch besseres Denken versucht zu widerlegen. Antisemitismus ist eine Praxis. Das ist kein Denken. Antisemitismus ist eine Praxis. Nur diese Praxis kann physisch, kann aber auch verbal sein. Das sehen Sie auch, können Sie auch, versuchen Sie in Ihrer eigenen Erfahrung mal zu überprüfen. Menschen können mit Worten so sehr, können mit Worten so sehr verletzen, dass es durchaus auf der gleichen Ebene wie die Physis, wenn sie mal richtig fertig gemacht werden, versuchen Sie mal, oder das möchte ich niemandem gönnen zum Beispiel, ist man mal Opfer einer Bild-Zeitungskampagne persönlich. Das kann einen so kaputt machen, dass man sich zum Schluss die Brücke runterstürzt. Und das ist etwas, was genau Antisemiten und Rassisten, was die unglaublich gerne machen. Dass die Leute mit Worten so sehr quälen und sonst was. Und das sehen Sie auch an diesen Äußerungen. Die erleben eine Befriedigung darin, dass sie andere Menschen verletzen mit diesen Äußerungen. Und das ist ein Signum des Antisemitismus. Des Rassismus übrigens auch. Das ist ein Signum, es ist eine gewalttätige Praxis. Und das versuche ich eben ganz anders zu akzentuieren, als die meisten Leute, die sich halt mit Antisemitismus beschäftigen. Das sogenannte antisemitische Denken, oder diese ganzen antisemitischen Gebäude, Weltanschauungen, die da zusammenhängen. Der Antisemitismus auch eigentlich, der bringt es gar nicht zu einer Weltanschauung. Der Nationalsozialismus hat es versucht, dann eben als Weltanschauung zu definieren, weil das ja die Weltanschauung ist so eine Mischform, eigentlich eine Mischform von üblen Resten der Säkularisierung, also Religionsverfall, ne? Religionsverfall und pragmatischen Welterklärungsversuchen. Das bleibt da übrig. Dafür habe ich dann den Begriff Alltagsreligion
gefunden. Das ist das, woran der Nationalsozialismus mit seiner Weltanschauung anknüpft, an Alltagsreligion. Das heißt also an verkürzte Darstellungen der Welt, die aber praktischen Orientierungscharakter haben. Das Antisemitische selber aber ist eben diese gewalttätige Praxis, nicht irgendwie die Denkfigur. Das dazugehörige Denken ist nur die Legitimierung dieser Praxis. Das ist die Legitimierung der Gewalt. Nicht? Die wird dann irgendwie, also was weiß ich, berühmt irgendwie der Satz dann von Treitschke, nicht die Juden sind unser Unglück. Nein, die Juden sind unser Unglück. Das hing tatsächlich nicht im Sportpalast, das hat Goebbels da aufgehängt im Sportpalast in Berlin. Die Juden sind unser Unglück. Okay, das heißt also nicht, da ist dieser Satz, das ist ja kein Denken oder sonst etwas, einfach eine Behauptung, die Juden sind unser Unglück, dieser Satz wird eigentlich dazu genommen, um zu sagen, Mensch, jetzt kann man ordentlich gegen die Juden hetzen. Das war die Sportpalastpraxis, ne? Das war Hetze, was da stattfand, Hetze. Nicht das nun, was dann in der Universum der Konzentrations- und Vernichtungslager geschah, bedurfte ja diese Hetze überhaupt nicht. Sondern das bedurfte tatsächlich einer militärischen Organisation nach Befehl und Gehorsam. Und das ist auch das, das eigentlich für die Massenvernichtung ist. Für die Massenvernichtung ist ja Spontaneität total störend. Das ist ja unregelmäßig, unberechenbar oder sonst etwas. Um effektiv zu töten, muss man rational organisieren. Und das haben die auch messerscharf erkannt. Und so sind es auch dieses ganze Universum der Konzentrations- und Vernichtungslager aufgebaut, nicht aufgebaut gewesen. Das war das Ziel. Es waren unterschiedliche Formen. Vernichtung durch Arbeit zum Beispiel, wo man auch sagen kann, Vernichtung durch Arbeit. Und Vernichtung durch Arbeit bedeutet wiederum die Sprengung dieser Rationalität von innen heraus. Arbeit, die verrichtet wird von Menschen, die bei dieser Arbeit zugrunde gehen sollen, ist nicht sehr effektiv. Die Arbeitsleistung wird ja immer geringer und so weiter. Das ist nicht sehr effektiv. Aber das war eben das, was die Nazis versucht haben, in ihrer Konzentrationslagerpraxis zusammenzubringen. Einerseits nicht diese mörderische Aggression, die da drin steckt, und gleichzeitig die verknüpft mit einer rationalen Organisation. Und deswegen hat dieses ganze Universum der Konzentrations- und Vernichtungslager hat enorme innere Spannungen und Widersprüche. Aber das Wichtige sozusagen für die Täter ist nicht, dass die Täter spontan sind, dass sie überzeugt sind, die müssen überhaupt nicht überzeugt sein, sondern das Wichtige ist, dass sie indifferent sind. Das heißt, das Schlimmste, was es gibt, wäre Mitleid. Sympathie, der kannst du nicht töten. Um zu töten, musst du abstrahieren von diesen Gefühlen. Also, ein ganz wichtiger Punkt ist die Abstraktion von den Gefühlen. Während die antisemitische Hetze soll ja Gefühle mobilisieren. Und das war es in den Konzentrations- und Vernichtungslagern, für die ich immer den Ausdruck Auschwitz nehme. Nicht Holocaust, nicht Shoah, und ich bleibe bei diesem Ausdruck Auschwitz. Ist ähnlich wie bei der Reichskristallnacht. Auschwitz bezeichnet einen konkreten Ort, der aber auch für Treblinka, Sobibor und so weiter steht. Ort, an dem Massenvernichtung stattgefunden hat. Aber das ist ein ganz bestimmter, konkreter Ort, der nicht irgendwie relativiert wird dadurch, dass ich irgendwie Katyn oder Archipel Gulag oder sonst etwas nehme. Katyn und Archipel Gulag werden dadurch kein Stück besser oder schöner oder sonst etwas. Das ist nur was anderes. Und da sehen Sie auch,
nicht das Vergleichen, wenn ich nochmal an den alten Historiker streite, Nolte, Herrn Nolte, Handgründer, nicht das Vergleichen, das stimmt, das ist doch wieder völlig albern. Ne? Das ist eigentlich eine Figur, man darf nicht vergleichen, das ist so, man wird doch wohl mal sagen dürfen, das ist genau das Gleiche. Ne? Selbstverständlich, man muss alles vergleichen. Aber die Vergleiche stimmen nicht, das ist der Punkt. Dass die Vergleiche nicht stimmen, es ist was anderes. Und Archipel Gulag, das ist in sich eine ganz furchtbare Sache, wo man sich auch unglaublich anstrengen muss, das zu begreifen, was geschehen ist, wie das geschehen ist, warum das geschehen ist und so weiter und so fort. Aber es ist was anderes. Es ist was anderes als die Massenvernichtung in dem Universum der Konzentrations- und Vernichtungslager. Und deswegen nenne ich das immer so kompliziert, Universum der Konzentrations- und Vernichtungslager. Weil es ist etwas anderes als die Normalgesellschaft. Das findet gleichzeitig statt. Deswegen auch diese Vorstellung, diese Ausrede dann, sag mal, ich habe das nicht gewusst, wir haben das alles gar nicht gewusst. Das lässt sich natürlich überhaupt nicht aufrechterhalten mit dem, wir haben das nicht gewusst. Man kann nur sagen, wir haben das nicht so genau wissen wollen. Weil alleine schon, da muss man auch gar nichts von Universum, von Konzentrations- und Vernichtungslagern wissen. Alleine schon die Millionen Soldaten, die an der Ostfront gewesen sind. Das fand ja alles vor deren Augen statt. Die Massenerschießung 41, 42, fand ja alles vor deren Augen statt. Und das weiß man auch. Und überall, wenn man sich auch ein bisschen umgehört hat in der älteren Generation, es waren ja die Leute, die kamen auf Heimaturlaub und haben davon erzählt. Nicht, haben davon erzählt. Manche fanden das total fürchterlich und sonst etwas. Nicht andere kamen mit den ganz tollen Fotos raus, was sie da alles erlebt hatten und so. War richtig toll. Und deswegen halt ist sozusagen die Brücke im Grunde genommen. Die Brücke zwischen der Zivilgesellschaft in Deutschland und dem Universum der Konzentrations- und Vernichtungslager, die sich eben am Rande von Deutschland befanden. Eben da eigentlich de facto wiederum da, wo dieses alte Ansiedlungsrayon, nicht, im Zarenreich war, da können Sie auf der Landkarte mal gucken, ist genau diese, nicht, in diesem Gebiet ist das, nicht, weil die Brücke dazwischen ist eigentlich die Indifferenz der großen Mehrheit der Leute. Wir haben andere Probleme, wir haben einfach andere Probleme. Was weiß ich, die Juden, naja, das ist nicht schön, ist das nicht, aber so weiter. Wir haben andere Probleme, kümmern uns um anderes. Und diese Indifferenz ist die Brücke. Und diese Indifferenz, die es schon damals gegeben hat zwischen dem zivilen Leben und dem außerhalb in diesem, dort wo die Massenvernichtung stattgefunden hat. Das ist die gleichzeitig, ist auch die Brücke zu dem danach. Nach 45 hat die Leute überhaupt nicht interessiert, was mit den Juden passiert ist. Null hat die das interessiert, das fanden die. Was haben wir gelitten? Die Bomben und überall und klar, alles viel, viel wichtiger. Ne? Deswegen haben wir diese ganzen tollen Berichte da. Hannah Arendt, John Dos Passos. Das ist auch ganz toll, wie der da durch Hessen reist und was die Leute ihm da alles erzählen und was sie alles erlebt haben und irre. Ne? Und das andere, ja, marginal. Ne? In deren Bewusstsein ist es marginal, genauso wie in deren Bewusstsein auch der Antisemitismus marginal gewesen. Was heißt, nur über diese Indifferenz aber, diese Gleichgültigkeit, sind auch diese Taten möglich gewesen. Das heißt, der Täter selbst, oder die Täter, besser gesagt, die Täter selbst müssen indifferent sein, um effektiv töten zu können. Die Zuschauer sind indifferent, und sie müssen indifferent sein, um dieses Klima des Ermöglichens, man könnte es fast sagen, diese transzendentalen Bedingungen des Massenmords herzustellen, nämlich die Bedingungen der Möglichkeit herzustellen. Und die zentrale Bedingung der Möglichkeit ist die Indifferenz. Nicht das Begeisterte mit Schaum vom Mund herumlaufen und sagen, wo ist ein Jude, den ich erschlagen kann. Und nicht jetzt, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. In dem Augenblick, wo man sagt, und das war 1988 der Fall, also kurz vor der deutschen Vereinigung der Fall, den sagt irgendwie, wir machen jetzt irgendwie diesen Novemberpogrom, die Reichspogromnacht, zu dem zentralen Punkt der Erinnerung
an das, was die Nazis den Juden angetan haben, verschiebe ich die ganze Geschichte auf etwas, nämlich der Rauch der brennenden Synagogen. Das ist ja das Bild, das man vor Augen hat, wenn man an 9. November denkt. Der Rauch, der vernebelt eigentlich, was dahinter kommt, was danach kommt. Danach kommt Auschwitz. Das können Sie nicht auf so einen Punkt, nicht, können Sie nicht auf so einen Punkt zusammenbringen. Auch da nicht können Sie sagen, ja, okay, das waren irgendwie, ja, verhetzte Leute. Es war gar kein Wunder, dass genau zu diesem Datum Herr Jenninger seine berühmte Rede gehalten hat. Und diese Rede ist so ambivalent, dass viele Leute geglaubt haben, das sei eine ganz tolle Rede. Er hätte nur die Anführungsstriche vergessen. Oder die Zuschauer sind irgendwie Zuhörer in diesem Fall, sind so blöd gewesen, dass sie die Anführungsstriche nicht gemerkt haben. Das war ja total gut gemeint, diese Geschichte. Und da sehen Sie auch, das hängt eben mit dieser Art von diese geschichtlichen Ereignisse nicht zum Gegenstand der Erkenntnis zu machen, sondern diese geschichtlichen Ereignisse zu einem Akt, zu einem Staatsakt zu machen. Der Staatsakt hat keine andere Funktion als die Legitimierung der Gegenwart. Also die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus wird zu einem Akt der Legitimierung der Gegenwart. Und da kann etwas nicht stimmen. Vielen Dank.